Tag Leute, willkommen zu Game Inc. Wieder mit dabei mein iPad. Und es geht weiter mit, alles haben wir nämlich gespielt, zu Teil Nummer 3 sind wir mittlerweile. Wir haben Xbox One, PS4, Wii U und ein paar Sachen dazwischen abgehandelt. Ein paar Serien sind wir schon durchgegangen. Ich hoffe, ihr habt fleißig schon in die Kommentare was geschrieben. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Habt ihr jetzt die Chance, es zu tun. Wir gehen heute meine PS3-Bibliothek durch und werden sie archivieren. Super geil! Und wie immer seid ihr herzlich eingeladen, die Kommentare zu schreiben. Es würde mir gefallen, wenn ihr euch dazu äußert, wenn ihr irgendeinen Titel sehen wollt auf dem Kanal, auch gerne eine Nachricht an mich. Und ich hoffe, ihr habt Spaß mit diesem Teil. Fangen wir gleich mal an. Wie ihr seht, ich habe schon 2 Reihen, was ich hasse, aber ich habe nicht genügend Platz. Ich könnte sie natürlich da oben reinpacken, aber da habe ich so ein paar Special Edition. Ich bin ja alles, das ist alles nicht so einfach. Deswegen 2 Reihen, wir gucken einfach, dass wir da nicht durcheinander kommen. Fangen einfach mit der vorderen Reihe an und ich arbeite mich dann nach hinten und dann wird das schon alles ganz cool werden. Also ohne lange Zeit noch zu verlieren, fangen wir mal an mit unserem ersten Spiel, Bulletstorm. Diesem Ego-Shooter, der möglichst brutal ist, ist die PG-Edition, also umgeschnitten habe ich aus Frankreich, aus der Grabbelkiste. Und hier sehe ich schon, dürfen nicht vergessen, die 2 Titel noch mit reinzunehmen. Es ist Bulletstorm. Und man hat so einen Grappling-Hook. Es gibt diese wunderschöne Werbekampagne, also einen kleinen Werbetrailer, der die ganzen anderen Ego-Shooter wie Call of Duty, Medal of Honor, Halo etc. auf die Schippe nimmt. Kann ich nur empfehlen, sich den mal anzugucken. Das ist sehr witzig. Nur leider haben sie es nicht geschafft, das irgendwie auf dieses Spiel zu übertragen. Also es ist nicht sehr viel anders wie das. Es ist nur dümmer und hat immer so ein Augenzwinkern, ist jetzt aber nicht der beste Teil, um mit einem Ego-Shooter zu spielen, zu wollen, zu tun. Gut. Was habe ich noch? Ah, Tales of Zillia. Metal Gear Solid Legacy Collection haben wir ja schon, aber Tales of Zillia. Auch schön in der Day-One-Edition. Ich mag diese Pappschuhe, auch wenn die echt schnell kaputt gehen. Aber ich mag das. Da war der Soundtrack und ein kleines Charakterbooklet mit dabei. Was nicht der Rede wert ist, wie ich finde. Aber ich mag die Verpackung und ich mag auch das Spiel. Es hat auch einen Koop, der ein bisschen komisch ist in dieser Reihe. Weil man läuft immer nur mit einem Charakter rum. Und nur im Kampf kann dann der zweite mit interagieren. Das ist alles ein bisschen komisch. Man muss auch bestimmte Fähigkeiten freischalten, um das machen zu können. Hab auch noch einen älteren Teil, glaube ich. Tales of Asperia oder so. Straft mich lügen. Den gucken wir uns dann an, wenn wir uns mal die digitalen Sachen angucken. Tales of Zillia. Aber ein sehr schöner Titel. Bin ich auch wahrscheinlich noch total am Anfang. Aber das sind halt diese gigantischen Japano-RPGs. Die aber auch wirklich schön sind. Auf Zillia. Zack. Mit so viele East Elves drin. Zack. Ha, Tales of Zillia. Gibt es auch einen zweiten Teil. Hätte ich auch gern gespielt. Aber soll vielleicht erstmal einen durchspielen. Und vielleicht kann man sich den dann auch irgendwann mal zulegen. Gut. Haben wir hier oben nichts vergessen. So. Ich sehe hier gerade die Splinter Cell Ultimate Edition von Blacklist. Und zu Splinter Cell kann ich einiges erzählen. Ich habe jeden Teil. Das ist eine der wenigen Serien, wo ich prinzipiell so ziemlich jeden Teil habe. Manchmal auch zweimal. Vor allem die Teile, die ich nie spiele. Jeder fragt sich, was soll das? Aber okay. Nee, Splinter Cell. Tom Clancy bin ich ja sowieso großer Fan mit Rainbow Six. Und was gibt's noch? Ghost Recon. Die anderen Sachen. War irgendwas. Weiß ich noch nicht. Endwar. Fand ich jetzt nicht so. Aber Splinter Cell. Da habe ich nämlich Blacklist auf der PS3.
was deutlich actionorientierter ist. Man kann verschiedene Schleichstile begehen. Möchte man eher aggressiv, defensiv, eher schleichen oder schnell oder was auch immer sein. Und das wurde dann in drei Stile eingeteilt. Und je nachdem, wie man sich verhält, bekommt man auch für jeder dieser drei Sachen immer Punkte. Es gab auch noch ein Spiel, wo man grundsätzlich immer Punkte bekommen hat, egal was man gemacht hat. Weiß ich jetzt nicht. Aber kann ich nur empfehlen. Ich habe Blacklist, war ich auch am Anfang skeptisch, habe ich aber lieben gelernt. Danach kam auch, oder davor besser gesagt, kam Conviction. Ein Teil, auf den man sehr lange warten musste, habe ich in Erinnerung. Ich glaube, 2-3 Jahre vorher wurde der angekündigt, bevor der überhaupt rauskam, habe ich auf der 360 gespielt. Packen wir auch hier gleich dazu, wo es sehr stark um die Beziehung von Sam zu seiner Tochter geht. Und ohne zu spoilern, um was es da geht, kann ich sagen, es ist sehr überraschend für jemanden, der die Serie kennt. Und ich mag eigentlich da auch die Charakterentwicklung. Dann, das Splinter Cell Mission Pack, was ich auch, das gab es nur auf dem PC, dann stimmt das nicht. Dann habe ich was anderes. Es gibt nämlich zwei Karten für die Xbox-Version vom ersten Teil, die auf einer der Xbox Zone, glaube ich, hieß die, früher mit dabei war. Habe ich auch noch die CDs davon. Wirklich sehr interessant, da immer mal wieder reinzuschnuppern. Dann der erste Splinter Cell. Habe ich auf PC und auf Xbox. Wobei der PC, irgendwann gab es in den Zeitschriften und daher habe ich das, kam für PS3, für GameCube, für PS2 raus. Selbst für den Advance kam das raus. Aber wir haben das auf der Xbox, deswegen klicken wir das an. Der Nachfolger, Pandora Tomorrow, oder wie ich es nenne, Pantoffel Tomorrow. Ein Spiel, wo ich mich auch sehr darauf gefreut habe, sage ich mal, was als einzigen Teil dieses, ich stelle mich an eine Tür und kann dann mit Knopfdruck auf die andere Seite der Tür huschen. Das haben sie leider nachdem auch wieder rausgenommen. Ich habe nicht ganz verstanden, warum. Das ist sowieso mit den Features. Manche werden reingenommen, manche fliegen wieder raus, dann kommen sie später irgendwann wieder. Ganz komisch. Aber der Splinter Cell Chaos Fury Teil, den habe ich am liebsten gespielt, denn der hatte auch wieder einen lokalen Koop-Modus mit speziellen Missionen, die speziell dafür designt sind. Und das hat richtig viel Spaß gemacht, sich da abzusprechen. Es war knackig und wenn man zu zweit sich gut abgesprochen hat, ähnlich wie bei Rainbow Six, dem neuen, hat man da sehr viel Spaß gehabt. Und jetzt habe ich noch einen vergessen, nämlich Double Agent. Den habe ich auf dem PC mir tatsächlich mal gekauft. Nie sonderlich weit gespielt. Fragt mich nicht, warum kam der nicht auf dem PC? Der kam doch auf dem PC. Jetzt Leute, Double Agent kam auch für einen PC. Moment, gibt es da verschiedene? Ach, die haben das... Hä, wieso haben die den zweimal drin? Add to Library für den PC. Weiß ich nicht. Also klar, es war wieder so ein Übergangs-Splinter Cell von Xbox zu 360 und dadurch, dass der Lebenszyklus der 360 sehr lange war, glaube ich, hat es 5 Jahre gebraucht, bis ein neues Splinter Cell dann kam von Double Agent auf Conviction, aber finde ich, hat sich gelohnt, vor allem sie haben die Steuerung modernisiert, ohne sie zu sehr zu verbessern, aber es ist einfacher geworden, deutlich einfacher, muss man dennoch sagen. Haben wir Splinter Cell abgehandelt? Das freut mich. Eine große Reihe, die mich schon in der Grundschule in der 5. Klasse beschäftigt hat. Ich hatte noch keine Xbox, noch kein gar nichts, aber deswegen habe ich mir eine Xbox gewünscht. Weil ich fand einfach dieses ganze Geheimagent, wie der aussieht, so geil. Und wir haben da immer in der Schule drüber gesprochen, wie cool es ist. Es hatte keiner, aber wir haben allein von den Bildern hatten wir sehr viel Spaß mit dem Titel. Auch es nicht gespielt zu haben. Und es wird langsam echt unbequem, dieses Ding hier zu halten. Kommen wir zu einem Titel, wo ich mich so gefreut habe. Vor allem der geniale Trailer von Dead Island. Wer kennt ihn nicht, der rückwärts gespielt wurde, der hat, glaube ich, sogar einen Preis bekommen dafür. Und das Spiel war leider nur mittelmäßig. Man ist einer von 4 Leuten, glaube ich, auf einer Insel gestrandet, kann Leute befreien, retten. Und kämpft sich durch immer wiederkehrende Zombies wohlgemerkt.
Und der ist sehr, sehr anstrengend, der Titel. Und bietet leider nicht genügend Futter, trotz dass er einen Koop-Modus hat. Ich habe die PG-Version. Das ist die österreichische Version. Weil ich glaube, der ist hier sogar indiziert. Deswegen schnell weg damit. Die Nachfolge habe ich dann nicht mehr gespielt. Da hat er mich dann verloren. Da finde ich dann auch nicht gut. Danach kam Riptide, was irgendwie so wie so ein Add-on für mich war. Und dann kam der zweite Teil. Der wahrscheinlich, ist der schon draußen? Ich glaube, der ist schon draußen. Ist der schon draußen? Kommt erst noch raus. Hat aber auch wieder super Musik und einen super Trailer. Library für PS3 haben wir. Zack, wunderbar. Das vorhin, glaube ich, schon mal in irgendeinem Teil erwähnte Dragon Age Origins habe ich mittlerweile als digitale und als Retail-Fassung. Muss ich, glaube ich, nicht weiter was dazu sagen. Soll man sich den ersten Teil dieser Reihe angucken, wer wissen möchte, was ich von dieser Reihe halte. Dragon Age Origins hat auf jeden Fall jede Menge Blut, aber sehr lames Dungeon-Design. Add to Library, habe ich denn nicht geaddet? Zack, für die PS3, zack. Habe ich sowohl digital als auch als Retail-Fassung. Blöd ist, ich kann, muss mich entscheiden. Aber im Zweifelsfall habe ich immer die Retail-Fassung. Noch so ein Titel, den ich mir mal geholt habe. 100% Uncut, Castlevania, Lords of Shadow 2. Macht auch Spaß. Hat ein sehr cooles Kampfsystem, muss man sagen. Hat ein sehr, sehr cooles Kampfsystem. Castlevania. Und das ist so eine Reihe, da bin ich über Hören und Sagen drüber gestoßen, weil ich immer gehört habe, wie cool die Reihe ist. Und habe mir deswegen auch ein paar Titel geholt. Welche das sind, sage ich euch gleich. Wir adden jetzt erstmal Lords of Shadow 2 für die PS3 dazu. Was habe ich dann noch? Dracula X Chronicles. Ein sehr, sehr geiler Titel. Der hier aber nicht vertreten ist als Virtual Console. Nee, Rondo of Blood. Den will ich, genau. Den habe ich auf der Virtual Console und der ist richtig Hammer. Der ist, glaube ich, der letzte gewesen, kam in Europa, nee, raus war Japan exklusiv, hat aber ein sehr geiles deutsches Intro, schöne Anime-Grafik, knackig, aber hat dieses Dark Souls-eske. Es ist knackig, aber man möchte immer noch weiterkommen. Und das schafft er wirklich gut. Mit einer weiteren schönen Reihe, nämlich Dead Space. Habe ich auch alle drei Teile gespielt. Hier ist jetzt der dritte. Zack, hat auch einen schönen Multiplayer, den ich mir natürlich auch geben musste. So. Und was ich am dritten Teil vor allem bemängel, ist der sehr, sehr schwache Endkampf, wie es heute leider häufiger ist. Ja, es kommt halt einfach nicht ans Original Dead Space 1 ran, bietet aber dennoch schöne Sachen und kann ich eigentlich nicht meckern. Dead Space 2. Dead Space 2 habe ich, glaube ich, auch auf der PS3 mir geholt. Oder? Oder? Sagen wir einfach, ich habe recht. Zack. Muss ich mir merken, wenn das kommt. Dann ein Titel, den ich mir auch vor nicht allzu langer Zeit mal geholt habe, aus Kompletitionsgründen. Ach, ihr wisst schon. Ninja Gaiden Sigma 2. Sacke schwer. Aber sowas von Sacke schwer. Hätte ich nicht gedacht. In einer Edition mit ein bisschen mehr Bonusinhalten, dann glaube ich, so ein Koop-Teil. Und der ist sehr, sehr gelungen. Wenn der nicht so kacke schwer wäre, würde ich den auch öfter spielen. Das Original kam, glaube ich, auf der Xbox damals. Und macht auch heute noch eine Menge Spaß. Den gab es für die Vita? Wie sollst du denn das steuern? Jetzt eine Sache. Diese Reihe hat mich immer interessiert. Disgaea.
Das hat mich immer interessiert, wie das funktioniert. Das ist so ein Strategie-Würfel-RPG. Also rundenbasiert. Ganz komisch. Ich bin da leider nicht klug genug für diese Reihe. Aber ich mag die Dialoge, weil die sind sehr gelungen. Vor allem, dass sie vertont sind, gefällt mir sehr gut. Ich weiß es nur nicht genau. Das ist die Triple Play Collection. Disgaea. Disgaea? Da findet Disgaea nicht. Warum findet der Disgaea nicht? Ah, ja. Also, das sind doch komische Vokal-Aneinanderreihungen. Jetzt habe ich das G weggemacht. Disgaea. Disgaea? Triple Collection. Wo haben wir sie denn? Da sind nämlich die ersten drei Teile mit drin. Die haben die da auch nicht. Ich hoffe, das sind die ersten drei. Dann müssen wir da mal gucken, welche Teile das genau sind. Die Triple Collection. Da ist nämlich 3, 2 und D2 und 4 drin. Natürlich, der erste Teil ist nicht dabei. Was ist es mit Collections, wo nie der erste Teil dabei ist? Ich verstehe das nicht so ganz. Jetzt habe ich die auch nicht schön zugemacht. Also, 3. Add to Library. 2. Add to Library. Und 3. Add to Library. Ein ganz schönes Schlachtfest auf jeden Fall, diese Spiele. Und macht eine Menge Spaß. Was noch sehr viel mehr Spaß macht, ist Portal 2. Und für die PS3 war das so geil, weil man konnte sich sogar, gab es eine Zusatzversion für den PC. Weil wohl die Portierung nicht so geil war, konnte sich alle, die sich das für die PS3 gekauft haben, auch nochmal für den PC runterladen. Was sehr geil ist, denn man kann es da auf Englisch spielen. Portal 1 habe ich natürlich auch gespielt, was damals schon eine ganz besondere Sache war und kam in der Orange Box mit dazu und dort habe ich das auch gespielt. Lustigerweise sagt, gibt es hier mehrere Portal. Jetzt muss mal gucken, welches dafür. Ah ja, okay. Portal Still Alive ist die Version, die es für in der Orange Box gab und somit auch für die 360. So, PS3 und PC habe ich Portal 2. Das ist sehr schön, weil man kann somit sogar Crossplay spielen zwischen PS3 und PC-Spielern, können die Koop die Kampagne spielen, beziehungsweise die Koop-Kampagne mit den zwei Robotern. Sehr, sehr gut. Short Piece ist auch so eine Sache. Das kostet 60 Euro original. Oder hat damals, also Vollpreisspiel, wobei davon, glaube ich, sind gerade ein Spiel ist drauf. Plus ein paar kleine Kurzfilme, die wirklich nur 10 Minuten gehen. Und dafür 60 Euro zu verlangen, ist schon eine Ansage, sage ich mal. Und das wäre es mir nicht wert, weil die Animationen sind cool und so. Auch der Gedanke ist eine geile Sache. Aber das Geld ist nicht gut angelegt. Aber das Spiel, was es dazu gibt, ist so ein Bit-Trip Runner im Anime-Look, könnte man sagen. Man rennt einfach möglichst schnell durch das Level, von links nach rechts springt und schlägt und slidet an Gegnern und durch Gegner hindurch und wird alles von einer wunderschönen Anime-Geschichte im Full-Motion-Video erzählt, begleitet. Aber für einen 20er kann ich sagen, macht man nichts falsch. So wie mit Little Big Planet 2. Little Big Planet 2 ist auch so eine Sache. Da habe ich den ersten Teil sehr gerne gespielt, weil es auch als es angekündigt wurde, weil es einfach so faszinierend, die Physik, die Grafik, die Möglichkeiten, der Editor, man konnte so viel mit diesem Editor machen, vor allem im zweiten Teil konnte man komplett andere Spiele damit programmieren. Aber es war ein bisschen fummelig, war aber für Bastler genau das Richtige. Und deswegen kommt es auch mit rein. Ich habe natürlich auch den ersten Teil so zack, nein, add to library, dann cancel. So, den dritten Teil habe ich nicht mehr gespielt, auch wenn ich den witzig fand, wobei ja,
Das Charakterdesign hat ein bisschen nachgelassen. Olympic Planet Karting, welches es mal kostenlos gab für Plus-Mitglieder. Upsa. Zack, habe ich digital. Ist gigantisch groß, hat irgendwie 20 GB, macht aber jede Menge Spaß und portiert wirklich gut diesen Little Big Planet-Gedanken mit einem Streckeneditor in das Kart-Universum rein und finde ich sehr, sehr geil. Was nicht ganz so gut ist, was aber große Erwartungen am Release der PS3 geschürt hatte, war Motor Storm. In dem es mittlerweile auch viele Teile gibt, den habe ich geschenkt bekommen, weil man den heutzutage einfach nicht mehr verkaufen kann, weil auch Ladenhüter mittlerweile. Aber, wo ist er denn? Hier. Macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Am Anfang habe ich nicht gedacht, dass man mit dem Gas gibt, mit den Triggern. Habe immer auf X gedrückt, weil PlayStation war X, Gas geben. Folge war, X hat Gas gegeben, war aber der Boost. Und ich habe mich gewundert, warum fliege ich immer in die Luft? Dieser Boost ist ja scheiße. Und wenn ich das dosiere, bin ich nicht schnell genug. Weil ich das Tempo nicht halten kann. Dumm. Aber okay, man lernt aus seinen Fehlern. So, Dragon's Crown. Wer mich auf RBTV gesehen hat, weiß, dass ich mal dafür die große Vanillaware-Compilation gemacht habe für den Retro-Club. Und das ist dank diesem Spiel entstanden. Dragon's Crown habe ich mir aus England bestellt, oder aus Amerika sogar, weil es da ein Jahr früher rauskam. Habe es mir aber leider nicht vorbestellt. Ich wollte eigentlich warten, weil mir dann sicher hole ich es mir nicht. Vorbesteller haben nämlich noch das Artbook kostenlos oben dran bekommen. Und Dragon's Crown ist ein unglaublich guter Dungeon Crawler. Es gibt nur 12 Level, die man immer wieder durchspielt und man levelt seinen Charakter, findet immer neuen Scheiß. Hat aber sehr viel Variation dem Ganzen drumherum, bis man aufgelevelt ist. Es gibt viele Nebenmissionen, die man nebenher, wie eine Nebenmission sein sollte, machen kann, wie besiege 6 Panther im Wald oder so. Und das ist wirklich ein sehr schönes Spiel. Ich mag ja gezeichnete Sachen sowieso. Und das ist wirklich ein Meisterwerk. Und war der Grund, warum ich mir eine PS Vita geholt habe. Weil als es da bei PS Plus das Angebot gab, wo da die Vita-Version dabei war und man ja beide Versionen hin und her den Spielstand schicken kann, ich mir gedacht habe, wie geil ist das denn? Konnte ich nicht anders und habe mir die Vita mit meiner PS4 zusammen bestellt und kann mich bis heute immer wieder dran erfreuen. Es gibt sehr viel Resistance 3. Und das habe ich auf Amazon mir bestellt, in der Ultimate Limited Edition, wo Spielkarten, kleine Plastiksoldaten, ein richtiger Rucksack, den ich sehr lange als Schultasche benutzt habe, tatsächlich, und irgendwas, und ein Flachmann war dabei, plus die Steelbox für 30 Euro bestellt habe, und dank dem Waffenaufleveln hat man da jede Menge Spaß mit und online macht es auch richtig Laune. Mal davon abgesehen, dass es einen Koop-Modus hat, kommt von den Leuten, die früher, also Insomaniac hat ja früher Spyro gemacht, wo ich auch großer Fan war und wo wir uns wahrscheinlich auch noch kurz mit beschäftigen werden. Resistance. Habe ich es richtig geschrieben? Ja, habe ich. Resistance 3. Wunderbar. Add to Library, wunderbar. Den zweiten Teil habe ich natürlich auch gespielt. Der war auch sehr schön, vor allem der Multiplayer war genial. Man konnte 16 Leute Koop spielen gegen computergesteuerte Gegner und ich glaube 32 Leute gegeneinander. Richtig cool. So, auch richtig cool ist dieses Spiel hier. The Bureau, Declassified, XCOM Declassified, das war dieses lang erwähnte Ego-Shooter, jetzt fallen sie alle um. Und ist auch ein ziemlicher Ladenhüter, verstehe ich ehrlich gesagt nicht warum, weil es ist sehr, sehr geil, weil man kann seine Leute zusammenstellen,
Fähigkeiten ausbilden. Und das, finde ich, macht schon sehr viel Spaß. Wie schreibt man das? Ist aber schwierig. Es ist knackig. Was auch knackig ist, ist Vanquish. Kommt von Platinum Games. Ein Shooter, der sowas von übergeil ist und so viel Style mit sich bringt, mit Sliden. Ich meine, man kann auf Knopfdruck rauchen, um sein Leben wieder aufzufüllen. Das ist richtig cool. Vanquish sollte man gespielt haben, wer auf brachiale Third-Person-Shooter-Action steht, kann ich nur empfehlen. Add to Library für die PS3. Was ich auch nicht so schlecht finde, wobei ich nicht so cool finde, wie es endet, ist Darkness 2, welches hier tatsächlich rausgekommen ist. Schönes Cover, einfacher Ego-Shooter, ja, ohne Koop-Kampagne. Cool, das wusste ich gar nicht. Ist aber Online-Kampagne. Naja. Ist aber auch mittlerweile sehr günstig zu haben, leider. Ich finde es immer ein bisschen traurig, wenn ambitionierte Spiele so versinken. Gut, dann haben wir hier Arkham City. Dazu haben wir schon gesagt, schöne Steelbox habe ich mir geholt. Arkham Asylum, braucht auch nichts sagen. Kommt sogar mit so 2-3D-Brillen. Ist die Game of the Year Edition. Kann man auch noch empfehlen. Mafia 2. Ein Spiel, wo ich eigentlich sehr viel sagen musste. Wir haben sogar einen Podcast dazu aufgenommen. Ich bin großer Mafia 1 Fan, weil ich die Geschichte genial finde. Und Mafia 2 hat das leider nicht erreichen können. Die haben von meines Wissens viel versprochen. Ich hatte sehr große Erwartungen, was man alles machen hätte können. Und es ist einfach sehr, sehr viel rausgeflogen in meinen Augen. Und das hat das Spiel deutlich schlechter gemacht. Mafia 2 haben wir nicht drin. So. Aber den ersten Teil auf dem PC kann ich nur empfehlen. Es ist sackeschwer. Aber kommt von einem tschechischen Entwicklerstudio und hat geile Musik und macht jede Menge Spaß. Ach, weil es mit zwei Is geschrieben ist. To Library für die PS3. Gab auch ein paar Add-ons. Alles nicht der Rede wert. Aber dennoch ein schönes Spiel. Elder Scrolls Skyrim. Nach Dark Souls einer der meistverbrachten Spiele da drin. Und ich glaube, jeder, der die Elder Scrolls Reihe kennt und Bock hat, kann damit was anfangen. Kann man vor allem auf dem PC, lohnt sich das. Gehen wir mal Elder Scrolls ein. Weil ich habe auch noch ein paar andere Elder Scrolls mittlerweile. Da ich mir ja die Elder Scrolls Anthology geholt habe. Elder. Wie schreibt man denn das? Scrolls. Findet der nicht. Ah doch, er findet's. Nichts gesagt. Skyrim. Add to Library für die PS3. Yes. Dann haben wir noch die Anthology, wo alle Teile drin sind. Und da sogar funktionieren. Add to Library. War ich auch sehr froh, das noch gefunden zu haben. Die Verpackung ist cool, aber leider ein bisschen unglücklich, weil das alles so ein Pappding ist. Und wenn man da die CD rausnimmt, habe ich so das Gefühl, verkratzen die schnell. Auch ein Spiel. Yakuza 4. Habe ich leider nicht so viel gespielt, wie es sein sollte. Gregor ist großer Fan. Ich bin dank Gregor auch ein großer Fan. Ich mag die ganze Idee dahinter. So. Hab's mir zu Release nicht gekauft. Habe immer gewartet, es wird günstiger. Dann war es ausverkauft. Hab's mir dann gebraucht gekauft für den fast gleichen Preis und hat mich sehr, sehr geärgert. Aber ein Spiel, welches ich empfehlen kann. Hab mir davor auch noch den Dead Souls geholt. Da habe ich nicht so lange gewartet. Und der macht auch jede Menge Spaß, ist aber nicht ganz so gut. Jetzt kommt bald der 5. Teil raus. Oder der ist schon draußen. Ne, der kommt erst noch. In Japan ist der schon draußen. Alles sehr, sehr geil. Wer Bock auf dieses Spiel hat, es ist wieder sehr umfangreich, was aber auch gut ist, weil Spaß. So. Add to Library alles. Yakuza, Yakuza. Und ich habe sogar den Yakuza 3 Soundtrack mit drin. Warum auch immer.
Vielleicht hat ihn da jemand drin vergessen. Gut. Dead Souls ist hier. Sehr nice. Ich mag auch die Schrift. Dark Souls 2. Noch die Limited Edition. Kommen wir jetzt. Just Cause 2. Haben wir schon drüber gequatscht. Infamous. Habe ich auch 1 und 2. Und war ja immer in Konkurrenz mit Prototype, den ich den zweiten Teil gespielt habe, recht ausführlich. Den ersten Teil habe ich mir nur mal in der Videothek, der ja hier indiziert ist, ausgeliehen. Macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Und mit Infamous hatte ich eine Menge Spaß. Infamous. 1 und 2, der zweite wie der erste. Nur ein paar gute Neuerungen. First Light habe ich auch ein bisschen gespielt. Ja. Für umsonst kann man das schon mal mitnehmen. Achso. Den habe ich aber nur digital. Infamous. Add to library. Infamous 2. Auch wunderbar. Tomb Raider. Uiuiui. Noch so eine Serie. Wo ich mehr habe, als dass ich es gespielt habe. Da habe ich auch, da gab es mal auf Steam den Sale, wo es alle Titel gab für 7,80 €. Und daher habe ich auch alle. Auch Rise of the Tomb Raider war so ein Titel, wo ich gesagt habe, das ist kein Tomb Raider mehr. Das ist ja ein Uncharted mit Frau. Und das war es leider auch. Aber wenn ich das außen vor lasse, kann ich damit auch sehr viel Spaß haben. Die Ultimate Definitive Edition, finde ich, ist so wie die PC-Edition, wenn man dann leistungsfähigen Rechner hat, ebenbürtig, weil ich habe da ehrlich gesagt nicht so viel gesehen. Ach, Rise of the Tomb Raider ist der ganz neue. Kann das sein? Kannst du. Zack. Tomb Raider habe ich nämlich. Ah je, es ist spät, Leute. Habt Nachsicht. Für den PC und die Xbox One. Zack, Close Underworld habe ich für die PS3 und für den PC. Zack, zack, dann Close. Dann auch noch den dritten habe ich für den PC. Durch Sale. Revelations ist, glaube ich, der vierte Teil. Und den habe ich für die PS1 damals gespielt, bin aber gerade noch über das Tutorial hinausgekommen. Da war ich einfach nicht bereit für den Titel. Dann die Anniversary Edition. Habe ich, glaube ich, mittlerweile, habe ich die auch auf dem PC, glaube ich, auf Xbox 360 und für die Portable. Und bietet sich an. Ja, hier habe ich es nochmal für die Ding. Ist ein schöner Titel. Ein Remake vom ersten Teil gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Habe ich auch auf der PSP sehr weit gespielt. Und den Rest Dark Angel, glaube ich, habe ich auch relativ weit. Jetzt bin ich aber auch nicht mehr ganz so sicher, weil die Sachen nicht bezeichnet sind, welches der dritte Teil ist und so. Zack. Prinzipiell sollte ich da aber alle haben. Dann muss ich dann, wenn es auf die Steam-Bibliothek geht, was auch nochmal einige Titel sein werden, nochmal genau gucken, welches davon ist. Weil da haben wir noch The Prophecy, Lost Artificial Chronicles. Chronicles, glaube ich, habe ich auch noch auf dem PC. Gut, soll es aber davon mal gewesen sein. Assassin's Creed haben wir durchgekaut. Midnight Club. 3 Dub Edition Remix auf der Xbox 1. Sehr gerne gespielt. War die dritte. Ich habe Midnight falsch geschrieben. Nein, gehörte Club. Kommt von Rockstar und ist ein sehr schönes Rennspiel. Der Los Angeles, den ich hier jetzt habe, gefällt mir nicht mehr ganz so gut. Und die alten waren besser. Midnight Club 3 Dub Edition. Jetzt muss ich mal gucken. So, Add to Library. Zack, kam für die Xbox bei mir. Der hat mir am meisten Spaß gemacht und seitdem eigentlich relativ großer Fan der Serie, auch wenn nur der dritte Teil es meiner Meinung nach verdient hat. Earth Defense Force. Ein Titel, den ich
dank ihr. Ich kann nicht mehr schreiben, Leute. Earth Defense. Mir zugelegt hat, was ein trashiger Shooter ist gegen Rieseninsekten. Und es scheinbar doch einige Teile davon gibt mittlerweile. Und ich habe zwei davon. Ich habe nämlich den 2025er. Habe ich den mir gekauft? So richtig? Ja. Für die PS3 und natürlich auch den Vorläufer Insects Armageddon. Und wer auf einfache Koop-Baller-Shooter Spaß mit hat, kann sich den gerne zu Gemüte führen. Payday kommt als nächstes. Das zeige ich euch gar nicht. Das wollte ich auch gerne verkaufen, weil Payday fand ich von der ganzen Heist-Geschichte total cool. Und wollte das immer gerne mal spielen. Ist auch sehr beliebt. Ich habe es gespielt. Habe nur auf den Sack bekommen. Habe die Kampagne, also die Einzelmission, überhaupt nicht gerafft. Und deswegen nur kurz angefasst und dann nie wieder. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ist, glaube ich, von, also ein paar Battlefield-Leute waren da auch. 3D Gott, nicht Gott, sondern Dot. 3D Dot Game Heroes. Ein Zelda-Klon in 3D-Pixel-Optik, wo man seine eigenen Figürchen zusammenbauen kann. Und was mir sehr viel Spaß gemacht hat und eine coole Musik hat. Gefällt mir. Kann ich nur empfehlen. Skate 3 haben wir jetzt hier. Der letzte Ableger. Ich habe alle Teile davor gespielt, habe es das erste Mal auf der Games Convention damals noch in Leipzig gesehen, auf einem Stand. Und konnte es nicht fassen, wie geil dieses Spiel ist. Diese Ministick-Steuerung ist so viel besser, weil es so viel realistischer wirkt. Und zudem war ich großer Fan des Skatens und habe die ganze Kultur nur so in mich reingesogen und hatte sehr, sehr viel Spaß mit dem Spiel. Doch jetzt nach dem dritten Teil, was wollen sie noch groß machen? Das Thema ist durch, der Tropf ist geluscht, Skate 2 war auch toll. Es hat sich immer mehr verbessert. Man konnte irgendwann absteigen im zweiten Teil. Und hier sehe ich Thresher, Skate and Destroy auf der Xbox, auf der PS1. Auch wieder so ein Titel aus dem Aldi. Macht auch jede Menge Spaß. Skated, die Finger von lassen, ist dieser Nintendo-Titel, der leider nicht sonderlich cool funktioniert. Jetzt wollen wir noch Skate. So, nachdem ich meine Kamera voll gelabert habe, habe ich den Speicher entleert und wir können weitermachen mit unserem PS3-Spielen. Und wir sind stehen geblieben bei Skate in der letzten Folge und jetzt kommen wir zu Catherine. Ein Spiel, welches ich wirklich sehr speziell finde, mit einer schönen Geschichte, die einen auch nicht nervt. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich mir das zugelegt habe. Ich weiß, davon gibt es auch so eine Special Edition mit einem Kissen und ich glaube, in der japanischen Version ist sogar ein Vibrator dabei. Und das habe ich zusammen mit Julian durchgespielt, wurde echt knackig, die letzten Level, und man muss sich da auch sehr reinfinden in die Steuerung, weil die ist ein bisschen speziell. Und ich habe es nicht richtig geschrieben. Ich schreibe Catherine immer falsch. Immer falsch. Catherine. Hier haben wir es doch. Catherine für die PS3. Kann ich aber empfehlen. Ist ein schönes Spiel, kam auch für die Xbox raus. Und wer auf Anime steht und bizarres Traum gelöt, kann sich da drin versteifen, wer ein bisschen was Anspruchsvolleres will, mit Meta-Ebene. Meta-Ebene ist hier das falsche Wort, nämlich Warhammer 40k Space Marine. Ist ein sehr, sehr cooles Spiel, kommt von Relic und THQ, die es ja nicht mehr gibt, und ist ein Third-Person-Shooter, wo es richtig hart zur Sache geht. Selbst online macht der Wellenmodus eine Menge Spaß und spiele ich sehr gerne. Kann ich nur empfehlen, wer auf seichte Action steht,
mit ordentlich Bombast. Es ist nicht das beste Spiel. Space Marine findet ihr nicht. Ist es auseinandergeschrieben? Da haben wir es. 40k Space Marine. Adden wir auch. Und wir gehen weiter. Zu Fallout haben wir. Da haben wir alle schon besprochen. Habe ich zweimal. Das ist jetzt die USK-Version. Die habe ich geschenkt bekommen. Wo haben wir denn... Habe ich die andere Version verkauft? Nee, habe ich nicht. Hier haben wir sie. Das hier ist die PEGI ungeschnittene. Packen wir die mal nebeneinander, weil es so schön aussieht. Und wir kommen zu einer Reihe, wo ich nur den ersten und dritten Teil gespielt habe. Hier in dem Fall Warhammer. God of War natürlich. Kratos Endzeit-Feldzug. Ich habe auch auf der Konsole, habe ich mir vor nicht allzu langer Zeit, Ascensions geholt. Der mir auch ganz gut gefällt. Es ist halt immer das Gleiche. Macht mir aber auch eine Menge Spaß. Vor allem den Charakter Kratos finde ich schön, weil er einfach nur, er ist sauer die ganze Zeit und er macht für nichts Halt. Und diese Straight Hate mag ich bei Charakteren. Denn dieses weichgespülte, oh, doch nicht so. Und eigentlich meine ich es ja auch gar nicht so. Nee, der ist straight forward, metzelt sich da in spektakulären Sachen, spektakulären Umgebungen sowie Gegnern durch. God of War 1 habe ich auch gespielt. Habe ich damals auf der PS2 gespielt. Macht auch jede Menge Spaß. Ist ein wirklich zu damaliger Zeit brachialer Anfang auf dem Schiff, wo man gegen dieses Seeungetüm kämpft. Nicht ganz so brachial, aber auch. Das Schnetzel ist Demon's Souls. Und ich weiß nicht, ob ich mir Demon's Souls vor Dark Souls gekauft habe. Ich habe mir, glaube ich, erst Dark Souls und dann nochmal Demon's Souls. Ich glaube, ich habe mir das bestellt, weil das ist, so wie das aussieht, eine spanische bzw. englische Version, weil alles auf Englisch dasteht. Gibt es sehr günstig immer mal wieder im Store für 10 Euro und da kann man nichts falsch machen. Ein sehr schönes Spiel, aber muss ich sagen, ich habe es noch nicht durchgespielt. Weil ich da doch nicht mehr ganz so dran bin, weil es gibt jetzt halt schon echt Dark Souls 1, 2, Bloodborne, Demon's Souls. Und es ist einer der schwierigsten Souls-Teile, wenn nicht gar der schwierigste bis dato. So, noch ein Spiel, wo ich mich sehr drauf gefreut habe, L.A. Noir. Das habe ich auch schon mal auf dem Kanal gehabt. Hier schön mit ein bisschen herausgestochen. Sehr, sehr geile Gesichter. Schöne Stadt, große Stadt. Los Angeles. Leider sehr wenig Inhalt und die Fälle ziehen sich wie Gummi. Und das Spiel ist leider einige Stunden zu lang. Und deswegen habe ich es auch nie durchgespielt. Noir. Ja. Das ist auch schon so ein bisschen. Schon ein bisschen die Nazi-App. Die erlaubt dir keinerlei Fehler. L.A. Noir. Macht aber eine Menge Spaß, nur das System mit den Antworten, wenn man sagt, hey, moderat, ja, ich glaub dir so. Und dann fängt er da drauf rumzubrüllen. Und man kann es null abschätzen, wie die Person, unser Hauptheld, reagiert. Man sagt, ja, ich glaube dir, und dann sagt er was komplett Gegenteiliges zum Teil. Und das ist schon sehr komisch. Ist übrigens der Schauspieler, der auch bei Mad Men mitspielt. Und das macht er auch sehr gut. Noch ein schöner Klassiker, neu aufgelegt, Zone of the Enders in der HD Collection. Ich hoffe, mein Mikro scheuert nicht zu sehr. Und ich hatte mal so eine Phase vor nicht allzu langer Zeit, da hatte ich Bock einfach auf Max. Alles, was irgendwie mit dicken Robotern ist. Wir kommen auch gleich noch zu einem Spiel, Armored Core von From Software, wo ich mich leider, war ich ein bisschen traurig, weil ich mich da überhaupt nicht reinfinden konnte. Aber das macht sehr viel Spaß, es ist arcadig. Ich habe auch den Jehuti, kann ich hier mal kurz zeigen, mir als Figur geholt. Weil ich denke, ja, der ist jetzt da nicht drin. Aber so sieht das aus von hinten. Ich hoffe, man sieht es einigermaßen.
Und das macht schon eine Menge Spaß. Sind zwar beide Teile da. Ist auch von Kojima. Und jetzt müssen wir mal gucken. Zone of the Enders. Zone of the Enders. In der HD Collection. Kann ich nur empfehlen. Vor allem schöne Anime-Sequenzen sind mit dabei. Gab es auch für die 360 und mittlerweile ziemlicher Grabbeltitel. Dem Julian habe ich mal vor nicht allzu langer Zeit auch Shadow of Colossus / Ico abgekauft für einen Zehner. Und das war so gekommen. Er war bei mir, wir haben es zusammen gespielt. Ico finde ich ja ganz witzig. Shadow of the Colossus sind wir irgendwie nicht mit warm geworden. Und wir konnten den Hype, der bis heute um dieses Spiel herumschwirrt, nicht so ganz nachvollziehen. Aber Ico hat mir sehr gut gefallen. Ich mag die Stimmung, auch wenn das wieder sehr nervig ist mit dem, das Mädchen wird dauernd entführt und man muss sie versuchen, am Mann zu halten. Und er hat es bei mir vergessen. Da habe ich gesagt, hey, du schuldest mir eh noch Geld. Wie wäre es, wenn ich dir einfach dieses Spiel abkaufe für diese 10 Euro? Dann hat er gesagt, ja, ich fasse den Scheiß eh nie wieder an, kannst du haben. Und so bin ich zu diesem Spiel gekommen und habe seitdem auch nicht mehr gespielt. Obwohl ich Bock drauf habe, eigentlich. Es gibt sehr viele Sachen mit Ico. Ach, das ist dieser Nuppel da, der ist immer so kalt und dann habe ich Angst, dass ich mit meinem Hals dran stoße. Ico. Sony Komi. Jetzt Leute, Ico hier. Collection. Nice. Add to Library. Sehr schön. Und da kann ich auch sagen, das habe ich noch nicht fertig gespielt. Jetzt ein Spiel, welches ich finde... Nee, komm, wir fangen erst mit dem Vorgänger an. Kenneth Lynch, Dead Man. Ich mag die beiden Charaktere, ich mag das Spiel, nur die Shooter-Mechanik ist ein bisschen veraltet und steuert sich einfach nicht so gut auf der PlayStation. Vielleicht wäre es auf Xbox besser gewesen. Hat einen Koop-Modus, das finde ich natürlich sehr cool. Und ich mag auch diese Heist-Geschichten. Aber den Teil habe ich nicht sehr lange gespielt, weil ich den... Da komme ich einfach nicht rum. Das Schießen funktioniert nicht, es ist schwierig, hat mir nicht gefallen. Dafür hat mir der Nachfolger im Gegensatz zu vielen anderen sehr gut gefallen. Den habe ich mir ja in Frankreich geholt und dadurch die PGE, ungeschnittene Fassung. Und den habe ich zweimal sogar durchgespielt und das will bei mir was heißen. Und es ist ein kurzes Spiel, es macht jede Menge Spaß, es sind harte Szenen. Ich finde selbst diesen Handy-Wackel-Kamera-Style richtig cool. Und gefällt mir. Kenneth Lynch. Kann ich auch gleich hier mit eintragen. Beide haben so ein paar nervige Stellen, aber Kane. Vielleicht, wenn ich nur Kane eingebe. Das langt. So viele Möglichkeiten gibt es da nicht. Add to Library. Auf der PS3. Zack, wo ist Kenneth Lynch 2? Dog Days. Finde ich ein unterschätztes Spiel. Ich kann die Kritik nicht so ganz nachvollziehen, weil ich finde das Spiel einfach nur großartig und würde es auch jederzeit wieder durchspielen. Kommen wir zu einer Serie, wo ich vom letzten Teil sehr enttäuscht war, weil kein vorhandenes Leveldesign da war, wie ich finde. Killzone 3 in dem Fall habe ich damals auf der Gamescom in einer Badewanne angetestet im 3D. Und finde es auch wirklich cool. Ich habe mit dem ersten sogar angefangen, zwar nachträglich, und den habe ich auch mittlerweile, da habe ich die CD verloren. Ich weiß nicht, wo die CD ist. Das ist sehr, sehr schade, weil den hätte ich doch gerne mal wieder reingelegt. Ich mag das Waffendesign und das Ganze drumherum. Auch den zweiten habe ich hier. Wo haben wir ihn denn? Killzone 2 in der Ding-Edition. Habe ich sogar im Multiplayer gespielt und den zweiten war ich sogar gar nicht mehr schlecht. Für der zweite sieht... Ist vom ganzen Look her, gefällt er mir noch ein bisschen besser wie der dritte. Der ist mir schon so glatt, modern, alles ist hell und so. Ich mag dieses Dreckige, hat mir da tatsächlich besser gefallen. Und deswegen kann ich auch dafür nur eine Kaufempfehlung geben und dass ein neuer Teil bald kommt. Vielleicht machen sie 6 Teile und dann ist aber auch wirklich gut. Ist aber... eine schöne Serie, vor allem im Multiplayer
kann die einiges. Killzone. Ich habe auch für die PSP den Liberation mir geholt. Es ist ein Top-Down-Shooter, werden wir bestimmt auch noch dazu kommen. Und den habe ich tatsächlich lokalen LAN Koop gespielt. Und das ist eigentlich ganz geil, wenn man sich ein bisschen abhängt, mit wer nimmt welche Waffe. Das ist relativ taktisch und gefällt mir daher ganz gut, weil ihr, wie ihr bestimmt wisst, ich bin Taktik-Shooter-Freund-Fan, wird aber auch sehr, sehr knackig und ist nicht das angenehmste zu steuern. Man findet sich aber rein. Killzone 1 nehmen wir auch noch mit rein, da haben wir auch wieder einiges weggeschafft. Den gibt es mittlerweile auch für die PS3 als Port wahrscheinlich. Vielleicht hole ich es mir da dann nochmal. Jetzt kommen wir zu einem Spiel namens Dragon's Dogma Dark Arisen, welches jetzt für den PC rausgekommen ist. Das ist die PEGI-Version, die ich mir nochmal bestellt habe, weil ungeschnitten und die ganzen Add-ons. Ich habe es ursprünglich auf der 360 gespielt, mit Freude. Ich habe mich sehr darauf gefreut und wurde eigentlich nicht enttäuscht, weil es hat sehr geile Mechaniken, bis auf dieses, es hat kein Schnellreise-Feature, wobei das in der Dark Arisen, glaube ich, bekommt man relativ früh einen Stein, mit dem man das immer machen kann, weil man muss so einen Stein haben und der verfällt in der Regel auch, kann damit einmal irgendwo hinreisen. Ich glaube auch nur in die Hauptstadt. Dragon, dieses Apostroph S macht mich fertig. Dragon's Dogma. Und ich hoffe, da kommt irgendwann mal ein zweiter Teil raus, weil verdient hätte er es. Dark Arisen, Add to Library für die PS3. Habe ich leider nicht durchgespielt, weil das ist einer der wenigen Spiele, wo mir mein Save kaputt gegangen ist, welches ich sehr, sehr schade finde. Und den normalen für die 360. Zack. Wo ich da schon relativ weit war. Infamous haben wir drüber gesprochen. Armored Core habe ich mir im Zuge mit Zone of the Enders gekauft, weil Mac und From Software, obwohl ich weiß, dass die nicht so tolle Spiele machen, und ich bin da einfach noch nicht durchgestiegen. Es gibt so viel einzustellen, ich habe nichts freigeschaltet und wahrscheinlich ist das das Problem. Gab es aber für einen schmalen Taler. Hat 1 bis 5 Spieler. Scheinbar im LAN oder im lokalen Splitscreen oder was. Man hat im Network bis zu 10 Spieler. Muss ich mal mich noch mal ein bisschen mit beschäftigen. Ich glaube, es ist unterschätztes Spiel. Armored Core. Red Core. Verdict Day. Und danach kommt nämlich Rocksmith. Ein Spiel mit einer Leidensgeschichte bei mir. Wie ihr seht, auch wieder hier amerikanische Version, weil es hatte ein Jahr Verspätung bei uns und so lange wollte ich nicht warten und dachte mir, bestellen wir es von da. Hab's relativ günstig bestellt. Als es dann ankam, war es nicht original verpackt und es lag ein selbst zusammengefriemeltes Kabel, welches natürlich nicht funktioniert hat. Den Tipp dann angeschrieben, wie und was. Er möchte mir bitte ein Originalkabel schicken. Hat er gesagt, ja, macht er. Ein Monat vergehen, dann habe ich gesagt, hey, wenn du jetzt nicht zu Potter kommst, gebe ich dir eine schlechte Bewertung auf Amazon. Dann hat er gesagt, nein, ich mach. Dann ging es ein bisschen hin und her, bis heute keins bekommen. Dann habe ich mir gedacht, wird schon auch mit einem normalen Kabel gehen. Ein normales Kabel geholt. Normal Klinke auf USB ging leider nicht. Da schon mal Geld verschissen und habe dann gewartet, bis es bei uns rauskam und noch ein bisschen länger gewartet, bis es auch diese Kabel einzeln zu kaufen gab. Das ist meine kurze Leidensgeschichte mit Rocksmith. Ein schönes Spiel, wie ich finde, nur die Menüführung ist aus der Hölle. Und daher macht es auch keinen Spaß, Sachen öfters zu spielen, weil es so lange dauert, bis man wieder ins Spiel kommt. Da haben sie leider sehr viel Potenzial verschwendet, aber es macht Spaß und man kann die Sachen dann auch in echt nachspielen. Und das finde ich eigentlich nicht so schlecht und man kann so ein paar kleine Minispiele machen,
wo die ganze Abgreifen von der Gitarre funktioniert eigentlich ganz gut und hat mir gefallen. Ghostwritten haben wir auch schon gesprochen drüber. Future Soldier, da gucke ich doch mal, ob ich das schon drin habe. Oder ob ich das noch reinmachen muss, weil ich bin mir jetzt gerade unsicher, ob ich das schon drin habe. Ghost Recon. Habe ich noch nicht. So Leute, Wildlands, Ghost Recon. War ich immer großer Fan von der Reihe, habe ich damals auf dem PC die Demos gespielt von, wie heißt es, Island Thunder, Desert Siege. Es gibt zweimal Ghost Recon, wo es nur Ghost Recon heißt. In dem Fall ist es jetzt Future Soldier mit diesem Tarn-Ding, wo man unsichtbar wird, wenn man ruhig bleibt oder sehr langsam sich fortbewegt. Ziemlich übermächtig, aber es ist auch geil. Mir macht das Spaß und muss sich ein bisschen in die Feuerung schützen. Steuerung fuchsen. Und dann ist es auch ziemlich geil. Was ich mir damals auch noch geholt habe für die Xbox, ist Ghost Recon 2 First Contact. Und das habe ich... Okay. Habe ich doch nicht. Ghost Recon 2 First Assault. Tja. Der sagt mir, das gibt's nicht. Wie finden wir denn das? Aber ich hab's doch. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Welches war das? Es gibt halt auch einfach... Ah, hier. Summit to Strike. Habe ich das noch zufällig gerade hier? Das habe ich bestimmt noch. Weil das passt doch gerade alles nicht. Wo habe ich es denn? Ach, ihr könnt euch noch auf so viele schöne Sachen freuen. Hier haben wir es doch. Ghost Recon 2. So sieht meine Verpackung aus. Und das, sagen sie, ist die Verpackung. Ist doch glatt gelogen. Aber nun gut. Das System stimmt. Ich glaube, das ist das Wichtigste. PS2. Images. Jetzt gucken wir doch da mal noch. Hier, da haben sie sogar das Richtige drin. Fast. Naja, nicht so wild. Nicht so wild. Nein, jetzt habe ich das Programm geschlossen. Gut. Gut, welches habe ich denn noch? Nämlich Ghost Recon Warfighter 2 Advanced Warfighter 2. Habe ich in so einer High-End mit allen Add-ons Collection. Und das, wie ich das sehe, das gab es auch für echt viele Plattformen. PC, PS3, Xbox 360 in dem Fall habe ich es noch. Und Portable. Okay. Nice. Das war's von Ghost Recon. Dead Space haben wir geredet. Ein Spiel, welches ich damals auf der Games Convention in Leipzig 2006 oder wann gesehen habe. Man sieht es jetzt nicht. Heavenly Sword ist das. Habe ich damals für meinen Vater dann gekauft. Habe ich im Kaufland, war wieder so ein Kaufland-Schnäppchen, noch gefunden. Und habe das auch sehr gerne durchgespielt, auch wenn der Endgegner eine Bitch ist. Und kommt von Ninja Fury, glaube ich. Dem Macher, die jetzt auch ein neues Spiel in der Pipeline haben, wo ich den Namen immer vergesse, leider. Aber das wird so ähnlich werden, nur noch ein bisschen mit Tiefgang, so einem psychischen Hintergrund. Heavenly Sword. Und die zeichnen sich eigentlich durch sehr interessanten Handlungsstrang und Charaktere aus. Und sah zur damaligen Zeit fantastisch aus.
Kommen wir zu einer Flügelspielserie, die ich früher im Italienurlaub immer auf dem Automaten gespielt habe. Soul Calibur 5. Und dazu kann ich sagen, dieses Spiel hat mich gebrochen. Und wenn man mich fragt, wo sind einer meiner größten Aufreger? Dieses Spiel hat sie verursacht, denn man startet mit diesem Hanserle da, ich weiß gar nicht, wie er heißt, und der hat nur so ein Kurzschwert. Und bei jedem Angriff geht er gefühlt erstmal einen Schritt zurück und greift dann an, da wo die Luft ist, wenn der Gegner nicht nachzieht. Und ich werde mit dem nicht warm, aber in der Story muss man halt bestimmte Charaktere spielen. Und wenn man dann gegen Leute mit einer Lanze oder einem Großschwert kämpft, hat man einfach keine Chance, gefühlt. Ich habe Calibur falsch geschrieben. Calibur. So. Keine Results. Weil ich das auch immer falsch schreibe. Calibur. Zack. Da haben wir es doch. Habe ich sonst noch welche gespielt? Ich glaube nicht. Ich besitze auch keine weiteren. Add to Library. PS3. Dann. Aber dann sage ich, ein schönes Spiel, vor allem der Charaktereditor gefällt mir da sehr. Ein Spiel, was ich auch aus Frankreich habe. Glaube ich. Nee, glaube ich nicht. Es ist auf jeden Fall ein sehr benutztes Spiel. Dantes Inferno. Ich weiß nicht, woher ich das habe. Kommt von EA und Visceral, also den Leuten, die auch Dead Space gemacht haben, und ist ein Hack and Slay à la God of War im griechischen Mythologiengewand mit Dante, die Geschichte. Hier eine göttliche Komödie oder so. Sacke schwer und bei weitem nicht so gut wie die God of War Serie. Schauen wir mal, für was gab's das? Dantes Inferno. Gab es für die Xbox 360 und die Portable wieder. Die haben echt alles portiert. Jetzt kommt eine schöne Sega Collection. Die ich eigentlich sehr mag. Vor allem, weil da sind so Sachen drauf. Ich hatte mal ein Handheld von Millennium, wo auch ein paar coole Spiele, die auf dieser Collection auch drauf sind, dabei waren. Nur funktioniert der nicht mehr. Weiß nicht warum, der hat einen ziemlichen Wackelkontakt. Ist halt billig aus dem Aldi gewesen. Aber hier sind so Klassiker drauf wie Golden Axe, was ich sehr gerne spiele im Koop. Sonic. Und Vector Man ist ganz geil. So wie Kid Chameleon, was einen sehr geilen Mesh-Spieler hat. Und Fatal Labyrinth, was ein Roguelike, steige in einem Dungeon oder in einem Turm, immer weiter nach oben ist. Und das macht mir echt eine Menge Spaß für so zwischendurch. Ist jetzt aber nichts, wo ich sagen würde, muss man unbedingt haben. Aber wer Bock hat auf diese alten Spielesammlung, ich habe ein paar davon, werden wir noch zu kommen. Kann da gerne zugreifen. Mega Drive. Vielleicht nur Sega. Da kommen jetzt wahrscheinlich 1 Milliarde Sachen. Natürlich. Lasst mich kurz durchgucken. Vielleicht heißt es nur Mega Drive Collection. Mega Drive. Achso, Mega Drive auseinander natürlich. Jetzt wie? Mega Drive. Drive. Mega eingebe, kommen mir 1 Million Spiele. Findet gerade einfach gar nichts. Oh, jetzt. Mega. Mega Man. Das hat der wahrscheinlich nicht drin. Hat er nicht drin.
Ernst? Ihr habt die Megadolf Collection nicht drin? Namco Museum habt ihr drin? Was soll ich dazu sagen, Leute? Oder wie hießen das? International. Naja, kommen wir weiter zu dem nächsten Spieletitel. Wolfenstein. Der indizierte, hierzulande indizierte Titel. Den habe ich auch in Deutschland kurz im Laden gesehen, tatsächlich. Und ich finde den eigentlich ganz geil. Der ist so halb Open World und ist Wolfenstein plus komische Future-Zombies. Und mir macht er eigentlich eine Menge Spaß. Man wird irgendwann echt doof davon, wenn man den zu lang am Stück spielt, so wie ich. The New Order habe ich auch gespielt. Zweimal durch, am Stück. Für einen Freund, bei dem sein Save immer kaputt gegangen ist. Oder das Spiel an einer bestimmten Stelle einfach gehangen ist. Und es ging nicht weiter. Und das war sehr, sehr komisch. Ich bin zurzeit dabei, Return to Wolfenstein zu installieren. Jedoch habe ich es installiert und kann es jetzt aber nicht mehr deinstallieren. Und eine Datei ist beschädigt. Nicht so geil. Muss ich mal gucken. Wer eine Idee hat, gerne zu mir. Jetzt ein Spiel, wo ich mich sehr drauf gefreut habe. Ridge Racer 7. Nachdem ich den PSP-Titel gespielt habe, Ridge Racer 2, der alle Strecken des Vorgängers und so enthält und die ganzen Wegen, so ein bisschen Best-of-mäßig, habe ich mich sehr gefreut, das auch mal auf einem großen Bildschirm in 1080p zu spielen, was einer der wenigen Spiele machen und in 60 Frames, was mir ein Unverständnis ist, dass es ein so früher Titel geschafft hat und seitdem nie wieder einer drangekommen ist oder kaum es Spiele gibt auf der PS3, die in 1080p und dann noch in 60 Frames laufen. Gefällt mir aber sehr gut und kann ich nur empfehlen. Habe ich, glaube ich, auch. Nee, habe ich das durchgespielt? Ich weiß es nicht. Kommen wir zu etwas Japanischem. Kommen wir jetzt in die kleine Japano-Ecke. No More Heroes. Habe ich auf der Wii, glaube ich, kam das als erstes raus, gesehen. Und macht eine Menge Spaß. Macht auch auf der PS3 sehr viel Spaß. Ist eigentlich nur ein einziger Boss-Run mit ein paar Nebenaufgaben, die das Spielgeschehen eher strecken sollen und behindern den Spielspaß, weil es sind halt so Sachen wie Rasen mähen, um dann Geld zu sammeln, um den nächsten Bosskampf frei zu kaufen. Aber an sich ein lustiges Spiel mit sehr gelungenen Endgegnerkämpfen, wie man sie heutzutage leider nicht mehr hat. Und eine coolen Anime-Grafik natürlich wieder. Komm, No More Heroes findest du. Da gab es auch einen zweiten Teil. Desperate Struggle. Tatsache. Für wo kam der denn raus? Für die Wii. Aha. Okay. Wusste ich gar nicht, dass es da einen zweiten gibt. Und jetzt einer meiner Favoritenspiele. Katamari Forever. Ein sehr, sehr geiles Spiel, weil es auch wieder so ein Best-of ist von allen bisherigen Katamaris. We Love Katamari, was übrigens ein sehr geiles Cover hat, international. Und allein dafür war ich schon so oft auf Amazon und habe mir überlegt, ob ich mir das importieren soll. Nur weil ich das Cover so geil finde. So bin ich drauf. Naja, habe ich aber bis heute nicht gemacht. Aber wer das hat und es nicht mehr möchte, ich nehme es gerne, auch wenn ich es nicht spielen kann. Ich habe dafür auch ein paar Metal Gear Solid Titel, die ich nicht spielen kann. Dachte ich mir, bin ich klug, gab es für irgendwie $30 und hol mir das. Habe aber nicht bedacht, dass es NTSC ist. Kommen wir zu einer nächsten Serie, Spyro. Da habe ich kurz, glaube ich, schon was gesagt. Einer meiner ersten Jump'n'Runs auf der PS1, die ich als Kind den zweiten Teil Gateway to Glimmer oder Gateway to Glimmer sehr viel gespielt habe. Dann hat mich irgendwann mal durch einen Sale
habe ich mir alle Sachen nochmal digital geholt. Da habe mir gedacht, eigentlich bist du ein Fan und das könnte eine schöne Reihe sein, die ja leider nicht mehr von Insomniac gemacht wird, um die komplett zu haben. Und so habe ich mir diesen Teil und die ganzen Reboots auf der PS2 geholt. Alles mal so ein bisschen angespielt, aber noch nicht lange drin hängen geblieben. Das Coole an dem Teil ist, man kann den Koop spielen zu zweit. Und man kann zwischen Spyro und der aus dem zweiten oder dritten Teil auf der PS2 die Endgegnerin war. Und wie heißt sie denn? Cinder kann man da mitspielen. Und die finde ich eigentlich vom Design sehr, sehr cool. Und die hat ein bisschen andere Fähigkeiten wie Spyro. Gefällt mir ganz gut. Und die sind, glaube ich, auch miteinander irgendwie verbunden. Und hier lese ich gerade, da sind auch die Synchronstimmen von Elijah Wood, Gary Oldman, Christiana Ricci, kenne ich jetzt nicht, naja, mit dabei. Also, nicht schlecht. Wie gesagt, den zweiten habe ich am längsten gespielt, auch ein paar Mal schon durchgespielt. Kann ich auch immer wieder mal anfangen, habe ich gemerkt. Der wird für mich irgendwie nicht alt. Die ganzen Skylanders-Sachen und PSP oder Gameboy-Teile sollte man aber nicht anfassen, wer ernsthaft mit dieser Serie liebäugelt. Hier, Ripto's Rage heißt die im Original. Auf der PS1 habe ich die. Da können wir jetzt gerade mal durchgehen. Spyro, Year of the Dragon. Auch ein sehr cooles Spiel. Habe ich auch angefangen. Relativ sackeschwer, muss man dazu sagen. Macht aber auch auf jeden Fall eine Menge Spaß. A New Beginning. Man sieht, wie Spyro groß wird. Oh, und es kam für richtig viele Konsolen. Für die 360, den NES, GameCube, Xbox, PS2 und Advance. Ich habe aber die PS2-Version. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Little Big Planet. Habe ich, glaube ich, schon drüber gesprochen. Und jetzt ein fast Geheimtipp. Tipp. Es ist Wet. Ein Grindhouse, Quentin Tarantino, Guy Ritchie Actionspiel von Bethesda. Zenimax. Und dieses Spiel ist einfach nur sehr, sehr geil. Man spielt hier die Ruby, eine Auftragskillerin, in die man richtig schön vom Leder zieht. Nachteil an diesem Spiel, es steuert sich leider sehr, sehr träge und beschissen, für das es so ein Actionspiel ist. Aber es hat coole Slow-Mo-Sequenzen, nervige Sprungeinlagen, schönes Schnetzelorgien und vor allem Hammer-Musik, die man sich auch jederzeit im Spiel anhören kann. Es gibt eine Jukebox, es gibt so einen kleinen Parcours-Modus, kann seine Waffen aufwerten und gute Musik. Ich kann es nur nochmal sagen, richtig geile Musik. Leider die geschnittene Version, die ein paar Gore-Effekte weniger hat, die nicht unbedingt das Spielgefühl trüben, aber man vermisst sie doch bei so einem Titel. Wet. Aber wer den geilen Soundtrack sich irgendwie besorgen kann, sollte das tun, weil den kann ich nur empfehlen. Und wir kommen zu 4-2. Ich wollte immer den ersten spielen, mir dann den geholt und habe den auch durchgespielt. Muss aber sagen, ja, gruselig geht anders. Gut steuern geht auch anders. Er sah nicht mehr so gut aus wie der erste. Typische Shooter nur für die Konsole und portieren ihn dann auf den PC. Hat nicht mehr so, wie heißt es, 4. Muss ich jetzt jedes Mal einen Punkt machen oder kann ich einfach 4 schreiben? Und es hatte nicht mehr so den Geist des ersten Teils. Oh Gott, 4. Und den dritten Teil habe ich mir dann auch nicht mehr zugelegt, der wohl noch schlechter sein soll oder schwächer. Jetzt ein Spiel, zu dem kann ich wieder ein bisschen was erzählen. Als ich meine PS3 zu Weihnachten bekommen habe, war dieses Spiel mit beigelegt. Uncharted 2, Among Thieves. Und es war ganz gut, dass ich nur dieses Spiel sehr lange hatte. Weil dadurch habe ich es sehr ausgiebig gespielt. Ich habe es auch das erste durchgenudelt, sage ich mal.
was auf dem Kanal lief, war auch Uncharted 2, was hauptsächlich Julian gespielt hat, weil der hat da Platin erreicht, hat das Spiel komplett durchgespielt, alles erreicht, was man erreichen kann. Wir haben es auch ein bisschen Koop gespielt, wo ich mich sehr gefreut habe, dass das geht. Wir haben es ein bisschen online gespielt, aber nicht der Rede wert. Sehr schönes Spiel, ist aber auch das einzige Uncharted, welches ich habe, denn ich brauche kein anderes Uncharted. Die ganzen anderen Teile, ja, es ist halt nur ein Aufguss, wie bei so vielen Teilen. Hier in dem Fall brauche ich es nicht. Es gibt genügend anderer guter Shooter, die man da machen kann. Uncharted 2. Zock. Drake's Fortune. Hey, das ist der erste. Klaus. 3. Golden Abyss habe ich noch auf der Vita gespielt. Kann ich gleich sagen, hier. Add to Library habe ich digital. Habe ich aber nicht sehr weit gespielt. Fragt mich nicht warum. Ist halt so. Add to Library. Und das habe ich auch durchgespielt. Kann ich aber nur empfehlen. Technisch sehr sauber. Resistance 2 haben wir, glaube ich, schon drüber gequatscht. Call of Huras. Bound in Blood. Was soll ich dazu sagen? Ich dachte eigentlich, es wäre ein Open-World-Spiel mit schöner Optik, die es auch hat. Aber es ist gar nicht so open-worldig, wie man vielleicht denkt. Und ich habe so das Gefühl, als ich es gespielt habe, ich verpasse irgendwie die Hälfte. Call of Huras. Macht mir aber dennoch eine Menge Spaß. Oh, ich habe sogar richtig geschrieben. Bound in Blood. Und habe auch den Gunslinger ein bisschen gespielt, der mir deutlich besser gefällt, weil er sehr viel mehr Arcade reinbringt und sehr viel mehr schnelles Shooter-Gameplay bietet. Was ich prinzipiell nicht schlecht finde. Gunslinger. Und eine sehr witzig erzählte Geschichte und die Art und Weise, wie sie erzählt ist. Kommen wir zu einem meiner anderen sehr frühen Spiele, die ich mir geholt habe. Haze. Wo man immer nur die ersten 1-2 Level gesehen hat und die Entwickler wussten warum. Weil ab dann wird's echt crappy. Die Geschichte ist beschissen und die Räume werden so langweilig. Man hat einfach nur noch weite Flächen, lange Gänge, wo nichts drin ist. Kein Gameplay, keine gescheite Shooter-Mechanik. Sehr viel Look und Stil, den es am Anfang hat, verschwendet. Hat einen Koop-Modus, habe ich nie gespielt. Ich habe es zwar durchgespielt, aber den Koop-Modus nicht. Kann ich auch nicht empfehlen, weil ja, es wirkt einfach sehr, sehr unfertig. Wollte ich auch immer verkaufen, man kriegt nichts mehr dafür. Ich glaube, 2 Cent oder so. Was sehr traurig ist, weil prinzipiell wäre es ein guter Shooter gewesen, wenn man, und jetzt Vorsicht, Spoiler, nicht die Seite gewechselt hätte. Tja, so kann es gehen. Noch so ein Titel, den ich günstig in Berlin oder was, wo ich war, gefunden habe, war SOCOM Confrontation. Ich bin großer SOCOM-Fan auf der PSP gewesen, habe das da sehr lange online mit diesem PSP-Headset gespielt, richtig viel Spaß gemacht und habe hier leider ein bisschen übersehen, dass es nur online ist. Gut, es steht oben drauf, aber ich habe es leider nie sehr ausgiebig gespielt, obwohl es, glaube ich, ein guter Teil ist. Aber es spielt mittlerweile auch kaum noch jemand. Was halt immer gefährlich ist bei diesen ganzen Shootern, wie bei Battlefront, Rainbow Six, wenn die irgendwann keiner mehr spielt, sitzt du da mit dem Spiel. So, Confrontations. Fireteam Bravo habe ich auch für die PSP. Ist auch wieder ein besserer Teil. So, wunderbar. Und jetzt noch zu dem letzten Titel, den wir aber schon haben. Wäre Metal Gear Solid 4 gewesen. Oder ist Metal Gear Solid 4. Und dazu habe ich schon was gesagt. Ich bin jetzt so ziemlich trocken von der Kehle, weil mir deswegen jetzt noch einen Schluck Sprudel süßen gönnen. Guck mich um und kann mit Stolz sagen, das war die PS3-Sektion und ging auch wieder ewig lang.
Aber freut euch schon auf meine Steam-Sektion mit 260 Spielen oder was. Da wird dann auch mal der Martin dabei sein. Ich werde auch mal den Julian verpflichten, dass er dabei ist, wenn wir dann Xbox 360, Xbox, PS2, Gamecube, Nintendo DS, PSP, PS Vita und was der Teufel noch alles hier uns angucken werden. Ich es archivieren werde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr fandet die Geschichten und Anekdoten, die ich erzählt habe, einigermaßen unterhaltsam. Ansonsten wüsste ich auch nicht, warum ihr euch den Scheiß hier die ganze Zeit so reinzieht. Wie immer, schreibt mir in die Kommentare, habt ihr was davon gespielt? Wie sind eure Meinungen zu den Titeln? Was haltet ihr vielleicht auch von der Sammlung? Haltet ihr das meiste für komplett Zeit- und von Geldverschwendung? Oder sagt ihr, könnte ich mir schon vorstellen, hätte ich auch gerne in der Sammlung, habe ich nicht gefunden oder was weiß ich. Erzählt mir eure Geschichten. Wenn da was zusammenkommen sollte, dann werde ich die bestimmt auch mal in einem Weg vom Brett, wenn ich hiermit fertig bin, vorlesen und kommentieren. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und in diesem Sinne will ich euch nicht weiter die Zeit stehlen und sage vielen Dank fürs Zusehen und bis auf dann.